Entschuldigung. Und jetzt machen wir so und so und so und so. Bitte hier. Na, drei Blöcke, Leute. Ich hab kein Holz. Was ist das eigentlich hier für ein Gerät? Guck mal, da ist nicht mal mehr was drin. Welcher Amateur hat das denn auch abgebaut hier? Was denn? Guck, wie du dich gleich angesprochen, wenn ich das so höre, dann fühlst. Weiß ich doch schon wieder, dass es von mir ist. Nee, das meinte ich überhaupt nicht damit. Du hast dich ja angesprochen gefühlt. Das ja, mit der Erde, das Fuschanbau, ja, die Erde kommt ja gleich weg. Wie bitte? Was mit mir? Dass du dich angesprochen gefühlt hast. Da kann Nein, ja war für. Das was von mir, meine ich. Wie, was war was von dir? Ach, Lukas. Nina, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Ich rede von einem Baum. Ja, also doch was von mir. Wart ihr dieses Jahr eigentlich irgendwo hin, also in Urlaub? Also steht noch nicht so ganz fest. Wir sind uns noch nicht so sicher. Aber wisst ihr, mit euch hier zu streamen ist wie Urlaub. Boah. Ja, so denkt Nina über euch, ich nicht. Irgendwann. B. Wer A sagen kann, muss auch B sagen können. Lukas, hier ist so eine schöne Höhle. Ja, ich wäre auch gern mitgekommen. Ja, du kommst ja nie mit. Mach dir doch einen Spot und wir gehen da gleich zusammen hin. Ja, aber jetzt war ich ja schon hier. Jetzt ist sie ja schon... Toll. Also, guck mal, so geht Nina damit dann um. Ja, da mache ich halt einen Punkt. Nein, das war ein Witz. Schöne Höhli. Nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr. Bin jetzt auch beleidigt. Dann. Macht Spaß, ne? Was? Ja, wenn man das so macht. Hä, verstehe ich nicht. Ja, das mache ich doch immer. Ja, stimmt. Xandy, wo kommst Xandy, du her? Hallo, was geht ab? Ich werde geärgert, Xandy. Das habe ich natürlich jetzt groß gemacht hier. Xandy Slay. Nee, ich habe auch irgendwas falsch gemacht hier. Das ist falsch. Okay, F an den Block. Ach, ist das F an den Block. Lukas, du musst eigentlich... F an den teleportier Block. Teleportier dich mal bitte kurz zu mir. F an den Block. Nee, ich möchte das gleich mit dir zusammen bitte, erleben. Bitte, komm mal bitte. Das ist wirklich weit weg von zu Hause. Also ja. Ich bin 2000 Meter fast von zu Hause weg. Ja, da können wir gleich schön zusammen hin. Nee, jetzt komm doch mal bitte ganz kurz. Oh, ich hätte, glaube ich, einfach nur deinen Namen eingeben müssen. Wow. Oh, hier ist ja Zink. Mhm. Aber guck mal. Warte, wo ist denn das jetzt? Hier oben. Was isst du da? Hier sind so Kristalle. Ich habe noch ein Brot. Ich habe auch Hunger. Oh, Clay ist hier auch. Mhm. Aber guck mal, hier sind so Kristalle noch. Komm mal hier hoch. Krass, ne? Mega. Voll cool aus, oder? Mhm. Wenn man so runterguckt. Das ist ein schönes Thumbnail, guck da mal hin. Aber ich bin ja nicht in der Höhle. Hä? Ja, also die Folge geht ja nicht darum, dass ich in dieser Höhle bin. Okay. Was ist das denn? Das was ist das? Weiß ich auch nicht. Flatter.
Oh, hier ist ein Slime. Hier ist eine Slime-Spawn-Region. Aber ist süß, ne? Ja. Die Höhle. Richtig schön. Und hier ist dann eine Tropfsteinhöhle. Tjumun, Hallöchen, wie geht's dir? Oh mein Gott. Ja, also wie gesagt, wir können da gerne gleich reingehen. Aber ich bin doch schon da drin. Ja. So. Ja, hä, was soll ich denn jetzt machen? Wie, was sollst du denn jetzt machen? Ja, soll ich jetzt nach Hause gehen oder was? Ja. Hä? Bisschen Solidarität zeigen. Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn du nie mit mir in die Höhle gehst. Du hast mich ja nicht gefragt. Natürlich! Du hast gesagt, ich gehe jetzt in die Höhle. Ja, willst du mitkommen, habe ich gesagt. Hast du gesagt, nee. Wirklich? Na, bestimmt. Ich glaube nicht. Hab's zumindest gedacht. Also, ich wäre auch nicht mitgekommen, aber... Ja, siehst du. Jetzt schon, weil jetzt hast du ja was Cooles gefunden. Ja, sag mal, was ist das denn für hier? Ey, Alter, alles, was ich im Stream baue, sieht immer richtig scheiße aus. Alter. Ey, Alter. Ey, Alter. Hab euren Talk im Lurk mitbekommen. Was für ein Talk. Nina, worüber haben wir wieder getalkt? Na, über Slay. Ach so, das, ja, stimmt. Ja. Ich muss noch mehr Holz machen. Noch ein Dia. Wow. Die Höhle ist tropfig. Es ist so eine krasse Höhle. Wow. Du bist ganz schön gemein. Ja, dann komm doch einfach hier hin. Nee, bis ich da bin. Du bist jederzeit. Ja, du kannst jetzt teleportier dich doch einfach zu. Nee. Ja. Klingelingeling. Amy, danke schön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich schlaf jetzt. Du bist eine Nudel. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein. Doch, hab ich. Musst du aber nicht. Wann kommst du wieder nach Hause? Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Dann komm doch wieder. Ja, aber ich brauche ja Zombiefleisch. Können wir so eine Zombie-Farm bauen? Ja klar, bau doch eine. Ja, sowas kannst du doch. Ja, wir können das doch auch zusammenbauen. Und dann mache ich... Wir könnten das... Weißt du, wo wir das hinmachen? Und ich mache ein Create, ich zermatsch alles Maschine dann. Weißt du, wo wir das hinmachen könnten? Hm? Wo der Aufzug ist. Oh ja, geile Idee. Ja, können wir gerne machen. Also, du kannst auch gerne den Zug nehmen. Ich kann dir zeigen, wie das geht, um dort unten alles aufzubohren. Nee, ich kann das schon manuell. Ja, wieso? Machen. Das geht aber viel schneller. Du, Mann, bist du, ne, du musst wirklich eine große Fläche machen, dass da auch eine Menge Monster spawnen, wenn das nur... Nein, also, man kann doch so einen Spawner bauen. Guckst du keine Minecraft-Videos oder was? Ja, aber trotzdem brauchen die eine Fläche. Wie kann man denn einen Spawner bauen? Ja, geht irgendwie so. Das ist eine Mod vielleicht. Nein. Ja, aber wenn ich Spawner eingebe... Minecraft-Profis, versammelt euch. Nein, nicht so. Also man kann irgendwie sowas machen halt. Ja, dann sag mal wie. Ja, weiß ich ja nicht, aber die machen das immer alle bei den Let's Plays, die ich gucke. Vielleicht ist das eine Mod? Nein, die spielen alle Vanilla. Okay. Ja, aber trotzdem ist es doch cool, wenn du da eine Höhle... Wir müssen ja erstmal, weil wir müssen dann ja auch das machen, dass die da zermetzelt werden und dass die dann verarbeitet werden. Wir müssen ja erstmal eine Höhle dafür haben. Und ich kann dir gerne zeigen... Du stellst dir das irgendwie anders vor als ich. Ja, aber das wäre doch schon cool, wenn wir dann... Dann könnten wir das... Dann machen wir das so, dass die Monster dann automatisch... Das Fleisch wird dann automatisch verarbeitet und so weiter. Die Items werden sortiert. Ist doch cool. Ich gebe das mal ganz kurz auf YouTube ein. Ja, mach mal. Minecraft Zombie Spawner XP Farm.
Aber wie gesagt, denk dran, wir haben halt die Create-Mod. Das ist ja cool, wenn wir das damit machen. Weil dann könnten wir das zusammen machen. Ja, aber ich weiß nicht, was du... Also, was, du also musst ja eh erstmal unterirdisch ein Loch machen. Das musst du ja eh machen. Und das geht halt mit dem Zug viel einfacher. Dafür habe ich den ja gebaut. Ich zeig dir, wie das funktioniert und dann kannst du das machen. Wir können das auch gleich zusammen machen. Ich brauche doch nur einen Raum. Ja, aber um das zu verarbeiten, der Raum, weißt du, wie lange das dauert? Mhm. So. Okay. Hier vorne geht's dann rein. Würde ich sagen. Kannst du mich nach Hause teleportieren? Ich kann mich selber nach Hause teleportieren. Nee, Nina möchte keine XP farmen. Doch. Hä? Was ich ist dachte, das? Naja, es gibt ja zwei und es gibt ja unterschiedliche Sachen. Also wir wollen das nicht, um XP zu farmen. Wir wollen davon rede ich ja gerade. Ja, aber das möchte ich bauen, halt um die zu töten. Ja, aber wenn du XP willst, dann musst du die anders bauen. Davon rede ich gerade, dass wir das ja gar nicht wollen. Wir wollen die Items von denen haben. Mach erstmal ein Loch. Und wenn ich dir zeigen darf, wie das geht, würde ich mich sehr freuen. Aber wenn nicht, dann ist auch egal. Ich bin schon wieder in deinem Haus und weiß nicht, wo ich bin. Das ist gut. Ah. Hab rausgefunden. Voidox, danke schön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hola, ¿qué tal? Please speak in German or English, so we can understand you. Also, ja. Er hat irgendwas mit Empanada gesagt. Das mag ich. Mhm. Ach so, du meinst so, wie wir auch das hinterm Haus zusammengebaut haben. Oh Mann, Lukas. Also ich würde sogar meinen Mühlenbau dafür unterbrechen, aber nur, wenn wir das dann auch wirklich zusammenbauen. German Und nicht, wenn ich das dann alleine baue. No, that's not right. It's not a name. It's a language. Nina streamt auch. Ja, einfach auf den Namen klicken. Also, aber nicht gerade. Nee, ach so. Ja, das stimmt. Jetzt gerade nicht. En español es un nombre. I can understand you a bit, but please talk in English or in German. Alter, was ist denn? Er hat gesagt, dass es auf Spanisch ein Name ist. Aha. Das heißt dann wahrscheinlich Germán. Oder so. Ja, aber das verstehe ich ja nicht. Ja, habe ich ihm ja gesagt. So. Warum ist da ein Block? Der ist doch... Der Hermann. Achso, nee, der war aber richtig. So. Okay, also ich bin jetzt wieder zu Hause. Mhm. Was war das erste, was er gesagt hat, der Bär? Ich dachte, er sagt mir, ich bin lecker wie eine Empanada. Kat, hallo. Hallo Kat, wie geht's dir? Nein, ich bin dumm. Hä? Keinen Sinn, Junge. Teigtaschenkopf. Ich oder was? Ich glaube schon. Doch, du, ich finde es eigentlich eine schöne Bezeichnung. Ich bin gerne Teigtaschenkopf. Puh, du, also finde, gibt schlimmere Beleidigungen. Ja.
Nee, du, Xandi, also brauche ich jetzt nicht. Ich wurde gestern als Lusche bezeichnet im Stream. Ja gut, das ist ja... ja. Legitim. Und dann habe ich diesen kurzen Wutausbruch versucht zu erklären. Welchen Wutausbruch? Ja, von dieser Person. Dass sie einfach kurz... Also es war halt ein junges Mädel, die anscheinend damit nicht klargekommen ist, dass ich nicht Hallo gesagt habe oder so. Und dann hat sie geschrieben, ich gehe jetzt wieder, du Lusche oder so. Hä, also mein Vater nennt mich so, also von daher. Ja, ich habe dann auch gesagt, dass es ja vielleicht ein Kompliment war, wegen Lusche Live, dass sie einfach sagen wollte, dass ich zu dir gehöre, so, weißt du? Ich gehe davon aus. Ja, habe ich dann auch gesagt. Hey, du Lusche. Auch ein bisschen lustig. Ach, guck mal. Sarah hat das erklärt, wie man das macht. Aber ich will das nur Zombies. Also eigentlich brauche ich halt nur Zombies. Naja, okay, aber so baut man ja die XP-Farm schon jahrelang. Mhm. Da baut man ja keinen Spawner. Habe ich auch nicht gesagt. Du hast gesagt, man kann einen Spawner craften. Habe ich nicht gesagt. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, dass wir sowas bauen können, um Zombies zu töten. Ja, und dann hast du gesagt, dass die das alle craften irgendwie. Ja, nein, ich habe gesagt, dass die das bauen. Ja gut, die bauen ein Loch halt. Ja, aber mit einem Spawner oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, siehst du, also einen Spawner kann ich ja nicht bauen, also wenn überhaupt... Ja, ich meine mit so einem Spawner in einer Höhle. Ja, dann suchen die sich einen Spawner und bauen darum die Dings. Das kann auch sein. Aber das können wir jetzt nicht machen. Wir bauen einfach, ich weiß schon, wie wir das machen können. No problemo. Du legst meine Worte aber auch immer auf die Goldwaage. Entschuldigung, Informatiker. Ja. Hast gar nicht mein lustiges Video angeguckt, was ich dir gestern Abend geschickt habe. Ja, will ich nicht vergessen. Also habe ich vergessen. Guck ich noch an. Worum geht's denn da? Um Programmieren. Ach, hier hatte ich sogar noch was. Ein lustiges TikTok. Okay. So. Das heißt, jetzt muss man natürlich da oben auch irgendwie hinkommen. Das machen wir erstmal so. Ich habe Bauchschmerzen. Es tut mir leid. Ich schmeiß mir jetzt eine Pille. Ich kann noch nicht schlafen. Ich habe nur noch eine. Erinnerst du mich dran, dass ich noch ein paar mit ins Büro nehme? Von den Dolomiten? Ja, du musst noch ein paar mit ins Büro nehmen. Ja, nicht gehetzt. Ach so, ja, hast du falsch eingestellt. Meine Erinnerung. Du hast gesagt, ich soll dich jetzt daran erinnern. Lukas, also. Stelle eine Erinnerung auf 5.7. 12 Uhr. Dolomin mitnehmen. Die Erinnerung wurde für morgen 12 Uhr gespeichert. Danke. So. Okay, jetzt brauche ich... Also buddel ich jetzt erstmal ein Loch? Das, ja, easy. Pass auf, du machst jetzt, du brauchst okay, jetzt... Okay, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, weißt du? Deswegen ja, fällt mir das so schwer. Ja, pass auf, denn wir machen jetzt eine Lagebesprechung, okay? Komm mal her, du kleine Buddelfrau. So, komm mal hier rein und fahr mal runter. Habt ihr schon einen coolen Aufzug gesehen? So, also, folgendes. Damit der Zug hierin operieren kann, musst du jetzt also pass auf, meine Idee wäre, ich muss mal gerade im Spectator-Modus gucken, wie das hier drum aussieht. Warte mal kurz, bevor du anfängst. Okay, also in die Richtung kannst du relativ gut bauen, sehr nice. Das ist gut, pass auf, also. In die Richtung, da. Au! In die Richtung kannst du recht gut bauen.
Warte mal kurz. Also, der Bohrer ist 6 hoch, glaube ich, oder 5 hoch. Und geht dann dementsprechend und ist dann, warte mal, 1, 2, 3. Der ist 5 breit, 6 hoch und dann musst du mal so 8 lang machen oder so. So ein Quadrat baust du erstmal, weil dann kannst du da rein Schienen legen und dann kannst du mit dem losfahren. Und der buddelt dir dann ein Loch, okay? Okay. Das heißt, am besten machst du das vielleicht einen tiefer, weil sonst bohrst du dir hier oben dein Ding kaputt. Lukas, kannst du mir das nochmal kurz erklären? Du hast mir nicht zugehört, ne? Also, du machst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, warte mal, wenn hier die Mitte ist. 1, 2, 3. 1, 2, 3, so breit. So hoch. Und dann machst du das ein bisschen in die Richtung. Und dann können wir da den Dings reinstellen, den Zug. Und der kann dir das dann buddeln. Und dann kannst du den auch noch in die andere Richtung machen und so. Und dann? Dann musst du das nicht alles ausheben. Und dann haben wir hier eine Fläche, die hier frei ist. Und dann machen wir das so, dass wir hier vorne zum Beispiel einen Durchgang machen. Ich baue es mal ganz klein, okay? Also sagen wir mal, dieses Viereck hier ist jetzt eine große Fläche. Nee, ich mach mal ein, ich mach's mal so. Warte. So, das ist jetzt eine große Fläche, die hier gleich frei ist. Und dann machen wir das so, dass du von hier vorne, deswegen muss es halt auch ein bisschen tief, vielleicht müssen wir später sogar noch tiefer bauen. Also, das Ganze funktioniert nämlich jetzt folgendermaßen. Wir haben hier vorne zum Beispiel haben wir einen Durchgang. Ne? Das wäre jetzt hier, wo der Fahrstuhl ist. Dann kommt hier eine Wand hin. Weil hier hinter muss es ja jetzt dunkel sein, dass hier die Monster spawnen. So. Das heißt, dann machen wir da so einen Kasten hin, wo die Monster spawnen können. Und dann kann man das nämlich so bauen, dass das Wasser, also das Wasser, die in die Mitte transportiert. Und dass sie dann in einem Schacht eine Etage nach unten fallen. Und ja, so wollte ich das. Und da kann man die dann kaputt machen. Du kannst das natürlich per Hand bauen, aber dann wirst du da 3 Stunden kloppen wahrscheinlich. Und wenn du das mit dem Zug machst, dann kannst du halt ganz easy, du musst den halt einmal platzieren können unterirdisch. Aber sobald, warum kannst du das nicht machen? Weil du das auch mal machen kannst. Okay. Mach hier erstmal ein Loch, was so groß ist und dann helfe ich dir, okay? Wie groß? Ja, vielleicht sind es, also 5 breit muss das sein, 6 hoch und keine Ahnung, 8 Blöcke lang oder 6 Blöcke lang. Müssen wir ausprobieren dann. Ich komme gleich wieder, okay? Okay. Hast du grob verstanden, was ich meine? Ja, vielleicht. Na, du musst jetzt etwas bauen, dass wir den Zug gleich unterirdisch dahinstellen können, dass der erstmal losfahren kann. Und der bohrt dir dann alles, was du willst. Wir können das gleich zusammen machen. Wo ist denn der? Ach so, aber Lukas, der Aufzug ist ja jetzt oben. Ja, den kannst du gleich mit dem... Guck mal, du hast mir letztes Mal überhaupt nie zugehört. Mit dem goldenen Knopf kannst du dir den noch holen. Er kommt runter. Aber wofür brauchst du den jetzt? Ja, nur so, ich habe kurz Panik gekriegt. Ich würde dich doch niemals da unterirdisch zurücklassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch hast du gesagt. Ich gucke nach, wie hoch der ist. Warte, ich glaube, der ist 6 hoch, ja. Also er ist auf jeden Fall 5 breit. Okay. Ja, der ist 6 hoch. Ich meine, ich könnte den auch umbauen, aber wir brauchen wahrscheinlich müssen wir das sogar noch höher, beziehungsweise tiefer später bauen. Also du kannst es auch gerne nach unten tiefer bauen, wie du das möchtest. Weil sonst hört man von oben halt die ganze Zeit die Zombies. Das wäre halt auch nervig. Aber du machst aber das schon. Hast du nicht gesagt, wir machen die dann in so einen Schacht oder ja, so? Ja gut, aber die spawnen ja erstmal auf der Ebene und dann müssen wir noch eine Ebene da drunter bauen, wo die dann hinfallen können. Aber dann, wir könnten ja theoretisch auch den Aufzug einfach tiefer machen, oder? Nee, ich mach schon jetzt. Ja, ja klar, können wir den Aufzug später auch tiefer machen, aber dafür muss ja erstmal die Ebene tiefer sein. Okay. Alchen, dankeschön für deine 10 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Ich danke dir. Hä?
Wenn die beiden einfach in den Chat schauen, wieso, was meinst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir was verpasst oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, ich muss jetzt einmal gerade hier hin. Was ist? Bauch. Ach so. Aber Leute, ich war heute eine richtige Maschine, also ja, meine Periode hat mir irgendwie Kraft gegeben heute. Zumindest im Oberkörper. Ach so, du meinst, du warst im Gym eine Maschine? Wieso? Ich hab dich gar nicht geärgert. Doch, der hat mir einfach noch eine 5-Kilo-Scheibe auf meine Handelstange geschoben. Ach so, da bin ich ja jetzt, weiß ich, was du meinst. Ich hab Nina ein bisschen gepusht. War ja nicht ärgern. Und dann habe ich versucht, ihn zu pushen. Ja, da musste ich lachen. Also, ich kann das nicht so gut. Ist auch nicht schlimm, du, ganz andere Sachen. Ja. Linus hat Jim geslankt. Sally, nein. So. Drehe ich das nochmal. Okay. Das heißt, hiermit können wir das Ding jetzt später drehen. Das heißt, jetzt brauche ich meine Linear Chassis. Dinger. Gucke jetzt ja. Euren IRL-Stream nach. Eine andere Welt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das ist so toll. Das hat so Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir das nochmal machen. Weißt du, warum das aber auch. Das hat sich gerade angehört nach dem Motto: Zum Glück bist du hübsch. Na, Nina ist ja auch hübsch. Weißt du, warum das auch so toll war? Was? Der Stream. Welcher Stream? Achso, der Stream. Weil da waren keine Menschen. Was? Ja, da waren nicht so viele andere Menschen. Das stimmt. Ach, die sind nicht hier, ne? Schnickelhallichen. Wo sind die anderen Xandis? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wir hätten das auch gemacht, wenn da andere Menschen gewesen wären oder so. Ja, aber das war halt voll cool dadurch. Also. Das stimmt. Ja, also ich habe jetzt hier so ein Loch gemacht. Sehr gut. Dann komme ich jetzt. Du kannst dir auch Schienen holen hier. Ich kann gerne auch welche mitbringen, warte. Ich muss nur gerade irgendwas holen. Ich habe es vergessen. Ach ja. Die brauche ich. Nee. Eigentlich brauche ich die Linia-Dinger. Wo sind die denn hin? Sind das die Linia? Ja. Ich glaube zwei. Ach, ich habe auch genau zwei. Habe ich noch Schienen? Ja, ich nehme auch noch mehr mit. Füllen wir mal auf 64 auf. So, also. Okay, Nina. Du kannst jetzt gleich Zug fahren. Wir müssen mal gucken, ob wir den... Komm mal raus einmal. Warte mal, wie baut man das Ding? Warte mal kurz. Ah, haben wir schon... Ach, nee. Hast du Gold? Ja. Weil dann baue ich dir auch so ein Ding. Warte mal kurz. Jamie, danke schön für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Was für ein Ding. Ja, so ein Ding halt. Für. Ja. Warte, ich zeig's dir gleich. Ah, ich habe drei. Nice. Ein Cogwheel. So. Und dann müsste das so. Das Cogwheel hier hin. Und dann so. Sehr gut. So lustig. Also, du kriegst jetzt nämlich eine. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. So eine Rohrzange. So ein Ding halt. Ein Cogwheel, so heißt das, Leute. Zahnrad heißt Cogwheel. Nina, wir müssen schlafen. Ja, aber ich bin ja in der Höhle. Ja, du solltest rauskommen. Oh oh. Ich bin auch gar nicht in der Höhle, fällt mir gerade auf. Ah, du kannst schlafen, sehr gut.
Supi. Ich danke dir. So, bist du hier irgendwo? Hier ist gerade schon irgendwo ein Monster gewesen. Ich bin ja auch falsch, lol. Moment. Leute, ihr könnt mir ruhig glauben, dass das so heißt. Da. Nicht mit CK. Wo bist du? In meinem Lagerhaus. Da bist du falsch. Soll ich zu dir kommen? Mhm. Also hier ist erstmal dein Zahnrad. Damit kann man, dein Zahnrad. Dein Dings, damit kann man alle Create-Sachen bearbeiten und so. Mhm. Also. Und jetzt nimmst du hier die Schienchen. Zack. Nimm die auch mal. So. Und jetzt kommen wir mit. Also wir können ihn jetzt nicht so lang transportieren. Das heißt, wir müssen den Zug zwischenlagern. Setz mal hier so ein paar Schienen hin. Also mit dem Rechtsklick. Ja, das reicht schon. Komm mal mit. Und jetzt musst du hier auf das Ding, musst du einen Rechtsklick drauf machen, auf diese Räder hier unten. Dann hast du das in der Hand. Vorsicht, da kommen ganz viele Monster. Ey, wo kommen ihr her? Ja, ich mach die Mühle gleich weiter, aber jetzt gibt's ja hier gerade. So, noch ein anderes Thema. Jetzt musst du einen Rechtsklick da drauf machen, hast du? Schon die ganze Zeit. Dann komm mal mit. Jetzt siehst du hier so eine grüne Linie, ne? Ja. Aber jetzt steht er wahrscheinlich gleich zu weit weg. Richtig? Oder kannst du das da noch drauf platzieren? Nee, kannst du. Dann musst du das mal hier auf den Weg irgendwo machen. Warte, nicht jetzt, nicht jetzt. Warte. Achtung, weg, weg, weg. So, jetzt. Hier steht immer noch. Ja, dann musst du weiter nach hier kommen. Zu mir. Hier geht's. Ja, dann machen wir einen Rechtsklick. Und dann nimm es nochmal in die Hand und setz es auf die Schienen da oben. Man kann das nicht so weit machen, damit man halt nicht damit durch die ganze Welt laufen kann. So. Geht nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Dann hast du es nicht in die Hand genommen. Ja, stimmt. Wo muss ich drauf drücken? Auf dieses, was so mit so Schleim drauf ist. Ja, sehr gut. Okay, jetzt komm mal mit. Aber ich muss das wieder mitnehmen, oder? Nee, gleich erst. Okay. Ich kann das sonst auch gleich holen. Vielleicht reicht es auch gar nicht von der Entfernung. Warte mal, ich kann es ja gerade mitnehmen. Ich muss ja keinen anderen Block drücken. So, also man kann diese Fahrzeuge halt hier mit einfach transportieren. So, dann fahr mal einmal nach unten. Kann aber sein, dass es noch nicht weit genug weg, dass es zu weit weg ist. Werden wir ja gleich sehen. Wahrscheinlich ist es zu weit weg. Und jetzt platzieren wir hier auch ein paar Schienen auf dem Boden. Oh. Nee. Du musst den einen Block da unten wegmachen, den Cobblestone-Block. Ja, aber den kann ich auch einfach da. Nee, sonst macht er das nämlich so. Du musst den wegmachen. Aber dann komme ich ja nicht mehr hier raus. Na, geht tatsächlich. Geht, das reicht schon. So. Und jetzt kannst du das folgendermaßen machen. Jetzt musst du dir einmal überlegen, wie groß wir das ungefähr bauen. Und du kannst jetzt in eine Kiste, kannst du deine Schienen reinlegen. Dann setzt er die automatisch. In egal welche? Ja, das ist egal. Merk dir nur, in welche du sie reingepackt hast. Am besten. Mhm. Babs, Hallöchen. Jetzt setzt du dich rein. Wo rein denn? Auf den Sitz da oben. Und jetzt wählst du das aus und fährst langsam los. Was wähle ich aus? Genau, und jetzt fährst du langsam los. Aber langsam, sonst ist es gleich zu groß. Wie groß soll es denn sein? Wir müssen uns jetzt überlegen, also ein bisschen größer noch, oder? Mhm. Also ich meine, umso größer wir es machen, umso mehr Monster spawnen halt. Aber jetzt musst du einmal zurückfahren. Und nochmal nach vorne. Probier nochmal. Ich glaube, der hat gerade die... Ja.
Ja, irgendwie buggt das gerade rum. Keine Ahnung warum. Auf wie viel Geschwindigkeit ist der Zug gestellt da unten? Ganz langsam. Okay. Und jetzt bohrt Nina uns nämlich hier alles auf. Ich glaube, das reicht, oder? Mhm. So. Und jetzt nimmst du die Schienen wieder raus. Mhm. Okay, und jetzt, also, das Ding ist, jetzt müssen wir ja in die anderen Richtungen auch noch fahren. Wir wollen ja ein Viereck am Ende wahrscheinlich haben, ne? Mhm. Das heißt, wir müssen den jetzt irgendwie auch noch so schräg einmal platzieren. Das heißt, wir können ja hier einmal gerade auch so ein Loch buddeln. Also einfach, dass wir den hier schräg platzieren können. Tiana, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und gute Besserung wünsche ich dir. Tschüssi, gute Besserung. Ja, also es muss nur 5 breit sein, ne? Also. So, ich glaube, das reicht auch schon. Also wenn wir das jetzt ausgegraben haben hier, also so jetzt nicht. Aber von der Tiefe, wenn wir die da jetzt raus haben. Wir müssen nur aufpassen, weil es könnten theoretisch natürlich jetzt hier schon Monster spawnen. Ich setze mal ein paar Fackeln. Ich baue schon mal die Schienen ab, weil die brauchen wir jetzt nicht hier vorne. So. Okay, das reicht, glaube ich. Ist gut. Und jetzt können wir die nämlich hier platzieren wieder. Und jetzt kannst du den Zug einmal holen und hier hinsetzen. Genau. Richtig. Das heißt, du setzt ihn am besten möglichst weit auf die Seite hier. Du musst aber in die Richtung gucken. Genau. Richtig. Setz dich mal rein. Fahr mal ein Stück zurück. Ja, ist nicht schlimm, wenn das nicht hoch genug ist. Alles gut. Fahr mal ein Stück zurück. Oder ja, setz die Schienen rein. Vielleicht geht es auch direkt so. Und dann fährst du jetzt ein Stück in die Richtung und dann drehst du ihn um und fährst noch ein Stück in die andere Richtung. Dann ist es nämlich mittig. Ungefähr. Seht ihr mal, wie Nina hier am Bohren ist. So, das reicht, glaube ich. Oh, stopp, 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 stopp. Das war zu weit. Fahr mal zurück. Ja, da ist, wir haben gerade das aufgebohrt. Nein, da ist meins. Ja, fahr mal weg. Fahr mal ganz zurück. Deswegen muss man immer ganz langsam damit fahren, weil sonst bohrt man aus Versehen irgendwas kaputt. Mach das schnell weg. Das war knapp. Du hast noch rechtzeitig aufgehört. Oh mein Gott, ich habe fast meine Hühner gebohrt. Deswegen immer langsam fahren damit. Ja, aber kein Problem. Wir können das hier oben zumachen. Oh, meine Chickens waren fast tot. So, und jetzt musst du den einmal umdrehen und nochmal ein bisschen in die andere Richtung bohren. Ich war hier fast dann mit Chicken Nuggets. Ja, aber wirklich. Das Ding ist, der tötet die halt auch. Ne? Also diese Dinger verletzen einen sogar. Okay, jetzt kannst du das Ding einmal in die Hand nehmen. Hast du noch ein Dirt? Ja, ich mach das sofort so. Ich habe noch ganz viel Dirt. Also da ist auch noch eine. Mach das sofort so. Kathi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Tschüssi. Michelle, hallöchen. Wie geht's dir? Hallo. Okay, ich dreh den mal für dich um. Ja, ich dreh den für dich um. So. Zack. Achso, du musst natürlich auf die Seite hier kommen. So, und jetzt kannst du nochmal ein Stück in die andere Richtung fahren. Da dürfte eigentlich. Ja, warte mal, lass mich erst gucken, ob da was ist. Ja, kannst du fahren, ein Stück. Hier wird jetzt gleich eine Höhle auf der Seite sein, aber das ist ja egal. Hallo! Okay, das reicht. So, sehr gut. Das ist ja so lustig. Und jetzt müssen wir die Sachen halt alle ausbohren. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen jetzt halt da hinten sozusagen, also hier müssen wir in die Richtung fahren, dass wir jetzt hier jetzt ein Quadrat ausbohren. Hä? Naja, das reicht ja so nicht. Wir müssen das jetzt ja alles, also die Seite komplett und die Seite komplett muss ja jetzt weg. Müssen wir da jetzt überall Schienen hinmachen? Ich meine, wir können es auch per Hand machen, aber das dauert halt viel länger. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Ich hole mal gerade Fackeln. Mir geht's ganz schön schlecht. Ja, sonst hörst du auf. Kein Problem.
Aber ich will Kerstin, Minecraft mach's spielen. Gut. Mach's gut. Hallöchen, schön, dass du da bist. Also wie du möchtest. Du kannst auch aus dem Voice rausgehen, wenn du das möchtest. Oder aufhören. Nee, mir geht's wirklich ganz schön schlecht. Und was heißt das jetzt? Muss kurz chillen. Ja, mach das. Wo ist mein Essen hin? Ich höre schon Zombies. Ja, wir müssen da unbedingt ausleuchten. Aber wo ist mein Essen hin, hä? Okay, da oben war noch was, aber... Keinen Sinn. Aber Nina hat schon gut gebohrt, ne, Chat? Also Spaß gemacht. Hat die schon gut gemacht, ne? Ja, das mit den Schienen platzieren ist halt nervig, aber es geht halt trotzdem 50 Mal schneller, als das per Hand zu machen. Mhm. Weißt du? So habe ich zum Beispiel unten auch diese Eisenfarm ausgehoben. Du hast doch hier bestimmt irgendwo Kohle, oder? Ich kann dir auch nachher ganz viel wiedergeben, aber ich will jetzt nicht zu mir... Lagerhaus ganz hinten, wo die Dirtbox ist. Hinten links, rechts, links, glaube ich. So, weil dann kann ich mal uns ganz fix ein paar Fackeln machen. Sonst brennst du mir da unten gleich ab. Okay, den einen hätte ich jetzt auch noch. War jetzt auch dumm. So, so. Jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viele. Ja, fick. Du, sonst machen wir das nächstes Mal weiter, ne? Also gar kein Problem. Nee. Ja, kein Problem. Ich komme jetzt wieder runtergefahren. Hallo. Ja, hier ist halt eine Höhle, ne? Bauen wir später einfach zu. Ich finde es irgendwie lustig, dass ich eben noch dabei war, eine Mühle zu bauen. Ey, aber Chat, die wird fertig. Gar keine Angst. Tut mir leid. Wieso tut dir das leid? Ja, ich hab dich ja jetzt davon abgehalten. Nee, Quatsch. Doch eine coole Idee. Ich baue gerne was mit dir zusammen. Dann muss ich doch die Chance nutzen. So, warte mal. Das Problem ist, wir können den hier noch nicht gut platzieren, weil das noch nicht breit genug ist. Das ist aber ab dem nächsten ist es breit genug. Deswegen müssen wir das einmal noch breit bauen, dass man den... Weißt du, danach muss man eigentlich gar nichts mehr per Hand abbauen. Mhm. Wo hast du die Schienen immer reingelegt? Nee, du musst das nicht machen. Du müssen nur hier vorne wieso, einen... Wir müssen doch auch noch da, oder nicht? Ja, aber wir müssen nur einen Platz, dass wir die Schienen hier nochmal entweder so oder so platzieren können. Hä? Also, ja, wir müssen die Schienen jetzt entweder hierhin platzieren oder hierhin. Aber wir müssen doch auch irgendwann mal so fahren, oder nicht? Ja, aber wir könnten... Es ist ja jetzt egal, ob wir jetzt die ganze Zeit so fahren oder so fahren. Ach so, das meinst du. Also du musst jetzt nicht den ganzen Weg hier abbauen, das meinte ich. Wo hast du die immer hingepackt? Unten rechts. Ah, also sind Clara, die wir bauen gerade einen Bereich, wo Zombies spawnen können, weil wir machen, also wir haben so eine Mod installiert zum Beispiel, womit man dann aus dem Zombiefleisch Leder machen kann. Und deswegen. So, meinst du, das reicht schon? Hast du noch Schienen? Eine. Okay. Nee, warte, die brauche ich nicht. Brauchst du ein paar Fackeln vielleicht? Ich habe so viel Fackeln hier. Ich habe auch genug, aber... Warte, du hast genug. Warum bin ich daneben Fackeln machen können? Okay. Naja, du wolltest ja unbedingt. Ich dachte, wir haben keine. Hat mich nicht gefragt. Ja, nee, das müssen wir aber noch breiter bauen hier. So werde ich mir den dann nicht hinstellen können. Ronaldo, dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Der Echte? Der Echte. Cristiano, es ist mir eine Ehre. Schön, dass du hier lange nicht mehr so gelacht wie beim Stream schauen. Mit den Nudeln und der Sprite.
Ja, wir kommen. Also so weit musst du nicht. Also. Ups. Also müssen den halt nur hier einmal reinstellen können. Weil du wirst, ich kann dir auch mal zeigen, was passiert, wenn das halt nicht lang genug ist. Dann sieht das nämlich so, aber das ist vielleicht sogar schon lang genug, aber dann bohrt er die ersten halt nicht weg und dann kannst du halt nicht weiterfahren. Mhm. Ich glaube, das reicht, ja. Das ist einfach so lustig. Was muss ich nochmal drücken? F2, ne? Nee, F5. F5. Sina, mach's gut. Okay, wir wollen das da oben ja jetzt nicht aufbuddeln, deswegen würde ich sagen, wir bauen da nicht so ganz so weit, oder? Ja, wir hätten vielleicht ein bisschen tiefer noch gehen sollen. Vielleicht so? Mhm. So, und jetzt können wir nämlich ganz easy, das jetzt geht's nämlich relativ schnell, jetzt können wir die Schienen hier abbauen. Achso, nee, warte mal, vor allem wir müssen ja in die andere Richtung noch fahren, habe ich ganz vergessen. Jetzt geht's wieder besser. Ich glaube, jetzt wirkt die Tablette. Also, ne? Guck einfach, wenn es nicht geht, dann hörst du auf. Ja. Darf ich bohren? Ja, klar. Du musst nur ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu weit hinten bohrst. Ich kann dir aber auch Stopp sagen dann einfach. Ich mag das Geräusch irgendwie. Ja, das stimmt. Okay, jetzt ein bisschen langsamer, weil der hat immer noch einen Nachrollweg. Okay, oder auch nicht. Okay, weiter. Okay, warte, du musst zurückfahren, sonst fährst du gegen die eigene Wand gleich. Du hast einen Block, hat er noch weiter zurück. So, jetzt nochmal nach vorne. Jetzt langsam fahren. Jetzt kommt noch ein Block nämlich nur noch. Okay, stopp. Sehr gut. Nice. Okay, jetzt können wir diese Schienen alle einmal abbauen, außer die, wo er drauf steht natürlich. So. Ja, okay, das ist so wie so ein Schweizer Käse einmal. Und jetzt, pass auf, und jetzt müssen wir nämlich sozusagen, warte, wir müssen jetzt hier fahren. Also du kannst jetzt immer fahren, wenn du willst. Ich platziere dir die Schienen. Und hier fahren, ne? Genau, also fünf, also der macht immer einen zur Seite, also musst du genau da, richtig, korrekt. Platzierst du jetzt einfach ein paar und dann kannst du dir da draufstellen und losfahren, wenn du willst. Reicht das? Ja. Du darfst ihn nur nicht zu weit nach vorne stellen, weil dann kann er halt nicht bohren. Also theoretisch reichen, glaube ich, zwei Schienen zum Draufsetzen. Der darf halt nur nicht... Ja, perfekt, so ist gut. Und du musst halt immer gucken, dass du unten rechts die Schienen drin hast. Pack dir dann nochmal welche rein. Genau, und dann guckst du jetzt einfach, dass du versuchst hier vorne mit F5, kannst du das ja von der Seite sehen, dass du versuchst, da hin zu bohren. Weißt du jetzt, was sozusagen bohre, die Idee ist? Bohre im Sause schon. Noch nicht so ganz, aber... Naja, wir bohren, okay. Wir machen gerade ein Loch. Ja, du bist viel zu weit gefahren. Upsi. Ich war so im Bohrermodus. Aber du verstehst doch schon, dass wir gerade hier ein Loch bohren, oder? Also... Ja. Halt so ein Ding ausheben. Hä? Wo sind meine ganzen Fackeln hin da? Die hast du mir alle gegeben. Ja, ich weiß. Also Blackhead, irgendwie versteht keiner, was wir machen. Also wir bohren, machen einfach nur gerade eine Halle hier unterirdisch. Also es ist noch nicht so... Nee, Lukas, weißt du, was das Ding ist? Du denkst einfach immer, dass alle... Jetzt hast du keine Schienen mehr, jetzt müssen wir gerade die einmal abbauen. Denken, alle wissen, was du meinst. Naja, also wenn wir eine Monster... Aber jeder kennt doch so eine Monsterfalle aus Minecraft, oder? Also, nee, eben nicht. Man baut mit Sicherheit auch andere, als man die früher gebaut hat, aber wir können ja einfach so eine Oldschool bauen, weil die neuen kenne ich auch nicht. Es gibt bestimmt so ganz fancy neue Dinger. Hä? Ach so, da sind ja jetzt die ganzen Dinger dann drin. Ja, das ist egal, du kannst die Steine rauswerfen. Mach das ruhig unten rechts rein, dann wissen wir immer, wo das ist. So, du musst jetzt aber nicht mehr viel fahren, weil sonst wird es unnötig groß, glaube ich. Du musst noch genau bis hier hinfahren. Okay, zwei noch, einen noch und stopp. Sehr gut. Habe ich gut gemacht, ne? Mhm. Genau, hier vorne habe ich dir schon... Oh ne, habe ich doch nicht. Ach, du hast hier schon gemacht, ne? Dann hier noch eine die... Halle. Wie bitte? Oh, es ist einfach nur lustig. Eine Halle, verstehe, für Basketball, nee, für Monster. Nee, wir wollen hier Basketball. Ja, du musst ein Stück zurück vielleicht einmal fahren, aber kein Problem, ganz einfach
zurückfahren. Ihr werdet das schon sehen. Guck mal, wie schnell wir hier sind, ey. Okay, jetzt gucken wir mal, ob Nina perfekt anhält. Gehen hier halt keine Schienen mehr. Warte, ich schmeiß dir welche rein. Okay. Du musst einen zurück auch mal fahren, der hat die nicht platziert. Ja, jetzt. Ich sag jetzt nichts, ne? Boah, Profi, ey. Wirklich? Ja, einen zu weit, aber das war jetzt ein Bug vom Spiel. Also, Profi, so war gut. Also, ich würde dich als Bauarbeiterin sofort einstellen. Danke. Als Bohrerin. Fantastisch. Komm, jetzt haben wir es gleich schon geschafft. Kannst da vorne direkt weitermachen. Da hinten habe ich schon die Schienen platziert schon. Ach, da. Da. Guckt euch mal an, wie Nina da hinten bohrt, Leute. Nina ist nämlich eine Macherin. Bin ich fertig? Ja, jetzt hier vorne noch. Nee, noch einen. Nee. Na doch, du hast recht. Ja, ja, ja. Sehr gut. Meint ihr, das reicht von der Größe? Also wenn wir richtig viele Monster wollen, müssten wir es noch größer machen. Aber ich glaube, für unsere... Wir brauchen hier nicht... Ist zu weit. Ja, dann musst du hier einmal in der Mitte welche... Hier, mach hier hin. Ich glaube, für unsere Verhältnisse reicht das, oder? Was meinst du? Wir brauchen ja nicht unfassbare Mengen. Ich brauche hier eigentlich auch nicht so viel. Ich brauche... Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit kein Leder gebraucht. Ich brauche das jetzt halt nur für... Ja, aber ist doch egal, haben wir das einfach. Dann, wir haben ja dann auch Skelett und sowas, haben wir auch Creeper-Zeug und sowas. Also, wie heißt das nochmal? Dieses Exploding-Ding da halt. Weiß ich nicht. Gunpowder, so heißt es. Nina, richtige Bohrmaschine. Ja, Nina ist eine richtige Maschine. Okay, pass auf. Einen würde ich noch machen hier vorne. Also eine Fahrt sozusagen noch. Warte mal, machen wir die mal so, dass wir da nicht noch weiter rein. Naja, so passt es aber genau. Ich glaube, wir müssen dir nur einmal noch neue Schienen gleich geben hier. Oh. Falsch rum. Kann man euch buchen, klar. Also wenn ihr mal, ne, also wenn... Gus Fring damals, dat, also wir hätten da einfach einen Zug reingefahren. Hätte der uns mal engagiert. Warte, ich bring dir gerade Schienen. Das ist ja lustig, ne? Muss einmal nochmal zurückfahren, weil der immer die Schienen halt, ja, genau. Leute, was soll Lukas und ich jetzt für eine Serie gucken? Einem Sherlock zu Ende geguckt. Wir haben House of Cards auf der Agenda und was hatten wir noch? Also ich bin immer noch dafür, dass wir irgendwann mal diese ganz alte Serie Das Boot gucken. Ja, was noch? Ich muss Witcher gucken bald. Oh ja, stimmt. Aber das schaffe ich ja jetzt gar nicht mehr, denn... Okay, Nina, pass auf. Wir haben jetzt folgendes Ding. Am besten wäre es, das könnten wir aber theoretisch auch per Hand machen, wenn wir noch jetzt sozusagen nach unten gehen und das Ganze nochmal tiefer machen. Müssen wir aber auch nicht. Also pass auf. Das Ding funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt hier vorne, sagen wir mal hier, ne, fallen die Monster rein. Oder es kann auch größer sein. Das heißt, hier kommen so Wasserdinger rein, die die Monster nach innen schwimmen lassen. So. Mhm. Und dann fallen die nach unten. Das heißt, wir brauchen ja unten nochmal eine Ebene, wo wir das dann sozusagen aufheben können. Wir können das dann, also es muss nicht ganz so groß sein, wir können das per Hand machen, wir können aber auch sagen, okay, wir heben jetzt hier vorne einfach nochmal mit dem Ding was aus. Mhm. Wie wollen wir es machen? Können wir ruhig mit dem Ding machen. Okay, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir aber nochmal einmal per Hand buddeln jetzt, damit wir den da hinstellen können. Wohin buddeln? Irgendwo, wo wir starten können. Lass uns einfach hier so eine, warte mal, der ist ja, wie lang ist denn der?
Also, The Last of Us können wir leider nicht gucken, weil Lukas unbedingt erst noch das Spiel spielen will. Nein, muss ich nicht. Ich würde auch gerne die Serie einmal gucken. Warte kurz. Jetzt habe ich mir irgendwie verzählt, glaube ich. Also ich glaube, dass wenn wir es jetzt so tief bauen, dann passt es gut. Wir müssen das jetzt allerdings, lass mich kurz nachdenken. Jetzt noch 6 nach unten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis hier unten müssen wir eigentlich bauen. Weil dann haben wir oben genau die, da müssen wir die Schicht nicht nochmal manuell platzieren, weißt du? Mhm. Dann lässt er halt sozusagen eine Ebene direkt dann da stehen. Aber wir sind solche Profis, Nina. Warte mal, passt das jetzt? Ah, okay. Also hier noch 2. Nee, also wir können das schon gucken. Können wir gucken. Also, das Ding ist, Tabea, ich wollte ja The Last of Us spielen, aber das Spiel hat ja so schlechte Bewertungen. Also, dieses Remake für den PC. Wirklich? Ja. Das ist ganz, ganz verbuggt und, also keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht mehr, aber am Anfang, deswegen habe ich es ja nicht gespielt. Mhm. Hatte das ja, und es war ja super teuer dafür. Mhm. Also, ich kann jetzt noch aber mal gucken, wie das so ist, aber... Toll. Und vor allem das Ding ist, dann habe ich ja auch nachgeguckt, ich kenne halt schon 60 oder 70% des Spiels. Aber ich fand tatsächlich den zweiten auch besser als den ersten. Aber ja gut, aber den zweiten gibt es ja eh nicht auf PC, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht kommt der ja dann auch. Und ich muss halt auch leider gestehen, dass mich die ersten 60 Minuten halt auch nicht gecatcht haben. So. 60%. Also vielleicht ist es halt auch wirklich nicht mein Game. Oder ich hatte einfach die Steuerung aufgeregt und deswegen hat es mich nicht gecatcht. Meine Spitzaxt ist kaputt. Soll ich dir eine machen? Hast du was dabei? Ich hab immer was dabei. Hier. Wo? Die ist da irgendwo unten runtergefallen. Da. Meist einfach die Steinblöcke weg, wir haben eh so viel. Ja, Tammy Y hat ja neulich schon irgendwer geschrieben, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, aber ich fand's echt nicht, also ich habe nur so ein bisschen bei Becky zugeguckt und ich fand's nicht so cool. Ja gut, aber im Storygame ein bisschen mitgucken kann man natürlich auch nicht dann wissen, ob die Story gut ist, ne? Keine Ahnung, weiß ich, ich hab's tatsächlich noch nie gesehen. Deswegen keine Ahnung. Also Tabea fand es sehr schön. Ja, vielleicht habe ich auch zu schnell gejudged. Ist mega, also im Chat schreiben alle, dass es voll geil ist. Na gut. Okay, jetzt müssen wir den Zug irgendwie einmal holen. Ist das jetzt, das müsste 7 hoch sein, ne? 1, 2, 3. Au! Ja, warte, ich habe Dinge dabei. Warte. Wollen wir Guacamole essen? Ja. Ach so, aber ich habe gerade gar keinen Hunger. Aber gleich. Hä, wo ist es hin? Hast du schon aufgesammelt? Nö. Ich glaube, du hast es wieder aufgesammelt. Danke. So. Leute, Lukas hat sich schon wieder so tolle Sachen ausgedacht für mein Geburtstagsgrillen. Das ist so toll. Das wird fancy schmancy. Würde Hogwarts Legacy als Storygame zählen? Ja, aber Hogwarts Legacy habe ich nicht so viel Interesse dran, muss ich sagen. Ups. Okay, du kannst einmal den Zug runterbringen, wenn du magst. Bestimmt zu weit, oder? Versuch mal. Aber andersrum hinstellen, ne? Versetzen abgebrochen. Ups. Upsi! Kann auch hier noch einen nach vorne gehen, so.
Hat auch am Sonntag Geburtstag, haben wir gegrillt. Alles Gute nachträglich wünsche ich dir. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Alles Tag. Alles Gute nachträglich. Andersrum, das war falsch. Ja. Ja. Warte kurz. Ich mach, ach, Schienen sind noch drin. Du musst jetzt gar nicht so zwingend so super weit fahren. Warte mal. Also theoretisch reicht es. Guck mal oben. Ja, bis dahin reicht. Bis dahin reicht. Das reicht. Würde ich mal sagen. Okay, dann jetzt einmal zurück. Zurücksetzen. Oder, beziehungsweise, nee, du kannst den ja auch mitnehmen. Und wenn ich das jetzt richtig berechnet habe, müsste man jetzt den hier hinsetzen können. Yes. Musst einmal noch zurückfahren gleich und dann kannst du nach vorne. Warte, ich sag dir, wie weit. Moment. Ja, du musst, glaube ich, neue Schienen reinpacken. Warte. Nee, musst du gar nicht. Achso, du musst nochmal weiter zurücksetzen. Ein Moment. Okay, du musst. Ja, es kann auch sein, dass du hinten einen Block wegbauen musst, dass du weiter nach hinten fahren kannst. Oder du setzt halt einfach, also da ist wahrscheinlich eine Lücke in der Schiene, die kannst du auch per Hand setzen sonst. Siehst du da vorne? Ah, da sieht die Fackel. Oh, yeah. Die muss weg, deswegen kann er es nicht setzen. Jetzt müsste es gehen. Guck mal, Nina ist richtig, ich bin richtig stolz auf dich. Okay. Stopp. Sagen, ne? Ja, ich habe das falsch gemacht, das war mein Fehler. Ich habe das Ding hier, guck mal, ich hätte es hier bauen müssen, ich habe es mal hier gebaut. Ah, ist nicht schlimm, ist nur ein Block zu weit. Okay, und jetzt in die andere Richtung nochmal. Also in welche? In die andere, einfach entgegengesetzte Richtung, kannst du einfach drehen. Boah, Alter, wir sind richtige hier Ingenieure. Ja, aber wirklich. Das Ding ist, wir können halt jetzt wirklich gleich das schon machen, dass hier die Monster runterkommen. Dadurch, dass wir das jetzt so schnell gebohrt haben, dieses Loch. Da hast du wahrscheinlich keine Schienen mehr, ne? Ah, doch. Okay, ich sag dir Stopp. Diesmal sollte ich es auch sehen. Okay, langsam. Und Stopp. Profi, perfekt. Und jetzt halt einfach nur noch das wieder genauso wie eben halt einfach fertig machen, sozusagen. Okay, meine Taktik hat nicht ganz funktioniert. Wir müssen doch noch einmal, glaube ich, ein Loch buddeln. Oder? Obwohl, wir könnten die auch, man kann Schienen auch schräg platzieren, dann bohrt der nur nicht so gut. Aber dann müssten wir gar nichts, nee, ist auch blöd. Lass uns hier einfach gerade das Ding ein Stück breiter machen und dann passt das. Wo sind denn jetzt die Schienen? Ach, da. Beziehungsweise, warte mal, du kannst das hier, glaube ich, schon setzen. Komm mal her. Ich glaube, du kannst den hier schon hinstellen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, muss nur ein Stück zurückfahren oder du setzt ihn andersrum. Ja, perfekt. Du siehst ja das Ende da, oder? Nee. Okay, dann stopp. Einen noch. Du kannst ihn übrigens auch fahren, wenn du daneben stehst. Ja, perfekt. Das geht auch. Dann backst du nur irgendwann rum, wenn er zu weit wegfährt. Annalisa, Hallöchen, wie geht's dir? Hab gerade das YouTube-Video geschaut vom letzten Minecraft-Stream und eure Höhlen-Adventures. Warte, meinst du das letzte Video oder die letzte Staffel? Aber das freut mich, wenn's dir gefällt. Das ist schön. Okay, noch. Da ist keine Schienen mehr, ne? Warte. Ich hab auch noch welche. Ja, alles gut. Hab welche reingepackt. Okay, noch zwei. Und noch einen und stopp. Sehr gut. Nice. Und jetzt halt wieder alles bis da hinten ausheben und dann ist fertig. Warte, ich kann dir die Dinger wieder so platzieren. Toll. Also, wir könnten das, bis jetzt habe ich ja alle meine technischen Sachen noch nicht schön gebaut, aber wir können auch gerne versuchen, das dann mal am Ende ein bisschen schön zu bauen. Ich meine, das hier ist ja jetzt so eine... Ja, aber es wäre doch voll cool, wenn man dann runtergeht. Also, ich meine nicht das, was man nicht sieht, sondern wo man dann hier unten langläuft, dass das so ein bisschen so cool halt aussieht.
Wir könnten hier das so ein bisschen gruselig machen. Ja, oder auch. So. Wir könnten die coolen Kristalle, die ich eben gesehen habe, ja, auch zum Beispiel. So verbauen. Dass das so ein bisschen verwünschen ist. Ja. Wow. Okay, hier kannst du jetzt wieder platzieren. Muss nur noch mal ein Stück zurückfahren vorher wahrscheinlich. Isa, gute Nacht. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Die letzte Staffel. Ah, okay. Ja, cool. Ja, da habe ich halt irgendwann leider nicht mehr hochgeladen. Und stopp. Nice. Du hast genau jetzt keine Schienen mehr, kann das sein? Aber ich habe auch noch Ninas Ideen slayen so richtig. Du musst aber auch gar nicht weiterfahren, ne? Du musst ihn jetzt einfach da vorne platzieren. Hast du genug Schienen? Sonst gebe ich dir noch welche. Ich glaube schon. Da, 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 da! Life is Strange habe ich gespielt, ja. Also nein, jein. Also ich habe den... Also ich habe nicht alle gespielt. Ich habe den ersten gespielt. Dann habe ich den... Vom ersten gibt es auch noch so einen zweiten Teil. Before oder so, ne? The Storm. Genau, den habe ich auch gespielt. Einen musst du noch fahren. Aber das können wir auch... Also musst du auch nicht. Das muss ja nicht ganz gerade sein hier. Okay, sehr gut. Und den... Also dann habe ich den mit den zwei Brüdern. Den habe ich nicht gespielt. Und den ganz neuen True Colors habe ich halt ja on stream. Haben wir das ja zusammen gespielt hier. Geht's auch auf YouTube, falls euch das interessiert. Ja. Before the Storm heißt der. Mhm. Wo man diese Freundin da spielt, ne? Chloe. Ja. Bei Life is Strange fand ich sie so kacke. Before the Storm Stopp. Fand ich den richtig toll. Habe ich dann auf YouTube wurde mir dann Homophobie vorgeworfen, weil ich Chloe als Charakter kacke fand. Obwohl ich sie von Anfang an kacke fand. Ja. YouTube halt. Ja. Da habe ich mir auch so gedacht. Oh, das war zu nah. Okay, geh mal in die frische Luft. Ja. Naja. Ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Also bei... Ich kann mich gar nicht mehr... Ich kann mich ehrlich gesagt... Bei Life is Strange fand ich sie richtig nervig. Aber bei Before the Storm konnte man ihr Verhalten dann halt auch so ein bisschen verstehen. Aber ich weiß nicht, bei Life is Strange fand ich sie einfach so... ich bin so zwanghaft anders als die anderen. Ach, keine Ahnung, fand ich irgendwie nervig. Ja, verstehe ich. Und dann halt diese ganzen Vorwürfe an Max und so. Aber man kann es dann halt, bei Before the Storm kann man es dann halt wieder verstehen. Ja. Aber, ja. Ja, aber das sind schon coole Spiele. Ich weiß auch nicht, mich hat dieses mit den Brüdern irgendwie nicht so gecatcht. Ja, mich auch nicht. Obwohl das eigentlich schon cool war. Also ja, ich mit hab's Sicherheit. Ja dann, also ich hab's gar ich nicht... Ich hab's ja dann aufgehört, weil ich dann ja nicht so viel gestreamt hatte. Ach, du hast es sogar angefangen zu spielen? Ja, wir haben es im Stream gespielt. Die ersten 2 oder 3 Episoden. Mhm. Und es ist auch voll süß und die Geschichte und so ist auch voll cool, aber es ist irgendwie... Also ich habe das bei Gronkh gesehen und mich hat es irgendwie nicht so angesprochen und dann habe ich es auch tatsächlich gar nicht weitergeguckt. Ja. Aber einem kann ja auch nicht immer alles gefallen. Ja. Aber kann auch sein, dass ich da einfach auch nicht so in dem richtigen, in der richtigen... Ja, ja, das kommt halt bei solchen Story-Games eh immer dazu, ne? Ja. Ja, nice, guck mal, jetzt sind wir fertig. Sehr cool.
Wir müssen diese Lücken da oben nochmal... Nein, wir haben einen zu... Nina, wir müssen, weil da ja Wasser fließt, müssen wir leider hier eine komplette Ebene drunter bauen noch. Wie? Naja, also, pass auf, wir gehen mal einmal gerade hoch, dann zeige ich dir das. Also, wir haben jetzt hier unsere Spawnfläche, ne? Und die Monster sollen ja später, das können wir auch ein bisschen größer machen, sollen ja später hier, sag ich mal, durchfallen. Aber das, die sollen ja mit Wasser dahin getrieben werden. Und Wasser auf, also weißt du, das heißt, wir müssen, das Wasser muss ja hier irgendwo drin fließen. Also zum Beispiel hier. Ah, so. Dass das bergab fließt, meinst du? Ne, so. Und hier rein. Und hier rein. Und hier rein. Verstehe ich nicht. Habe ich mich jetzt verbaut? Nee. So. Naja, das hier... Pass auf, warte, du wirst gleich verstehen, was ich meine. So. Ja gut, das mit dem Runterfließen, das habe ich jetzt gar nicht beachtet, aber wir können hier einfach 8 in jede Richtung machen. So, aber hier drunter müssen jetzt Blöcke. Warte. Wow. Kann man nicht irgendwie da drunter einen Block setzen? Geht doch irgendwie. Hier. Weißt du, was ich meine? Das Wasser muss ja irgendwo drauf fließen. Weißt du nicht, was ich meine? Ist ja nicht so schlimm. Also am besten bauen wir das jetzt 8 in jede Richtung. Also 3, 4... Weißt du? Weil Wasser fließt hier 8 Steine lang. Weißt du nicht, was ich meine? Überhaupt gar nicht. Okay, Moment. Hast du einen Eimer mit Wasser? Also ich gebe mir wirklich, Mühe, das zu verstehen. Okay, aber warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist doch richtig, dass es 8 fließt, ne? Mhm. Moment, es wird gleich klar. Ist es denn dem Chat klar? Setz mal hier einen Block Wasser hin. Wo? Hier hinten. Siehst du? Die Monster springen hier rein. Das Ding ist, es kann sein, dass das in der neuen Version nicht mehr funktioniert. Ja, weil Monster springen doch eigentlich nicht mehr ins Wasser einfach, oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach so aus. Ja, aber wie hast du dir das denn vorgestellt? Ich weiß es doch nicht. Ich wollte das ja noch nachgucken. Also so kenne ich das. Aber es kann halt sein, dass Mobs nicht mehr einfach ins Wasser springen. Da bin ich mir gerade unsicher. Aber das müssen wir einfach ausprobieren, sonst bauen wir es nochmal um. Also pass auf. Ich bin jetzt mal ein Zombie, okay? Warte. Warte, guck mal, Sarah hat geschrieben, dann macht ihr am besten noch Falltüren an jede Seite, die eingeklappt sind. Weil die Mobs denken, das wäre ein ganzer Block und laufen dann da rein. Wo rein? Ich habe keine Ahnung. Hier oben drauf? Oder hier... Wo meinst du das? Ach so, oder meinst du hier... Ah, du meinst hier unten. Ja, ja, okay, das ist schlau. Weil mittlerweile springen die ja keine Klippen mehr runter. Ich weiß, was du meinst. Hier dran, ne? Hier unten an die Seite wahrscheinlich, ne? Ah. Weil sonst würden die ja die ganze Zeit so machen und nicht da reinspringen. Ich verstehe. Nee, nee, nee. Dann weiß ich nicht, was du meinst. Dann erklär nochmal. Wenn du magst. Also das Ding ist, dass ich das letzte Mal eine Monsterfalle gebaut habe, ist halt Beta oder so gewesen von Minecraft. Und da haben die sich natürlich noch alle ganz anders verhalten, als das jetzt der Fall ist. Ich hole mal noch mehr Wasser. Mach mal eigentlich. Okay. Es reicht eigentlich, wenn du 2 Blöcke machst, dann können wir hier so einen unendlichen Brunnen machen. Okay. Also wenn du 2 Eimer Wasser holst. Mhm. Ich warte mal kurz, was Sarah meint. Mhm. Ah, ich weiß, was du meinst. Okay. Das heißt hier komplett drüber. Weil die so nicht reinlaufen, ne? Aber eigentlich müsste ich das doch auch so bauen können, oder? Warte mal kurz. Wie baut man nochmal eine Falltür? So.
Aber eigentlich müsste ich das doch auch hier so bauen können, oder? Meinst du jetzt so? Aber so ist ja auch dumm. Hä? Aber so laufen die ja nicht rein. Also ich verstehe schon, du meinst, weil die denken, hier wäre ein Block nach unten geklappt. Ah, deswegen geht das so nicht. Hm. Tja, F an uns dann, Nina. Wir müssen das, dann hätten wir das ein bisschen anders. Ja, egal. Okay. Kannst du den Eimer Wasser gleich nochmal einmal wegnehmen da? Also, dass das Wasser nicht mehr fließt. Alter, ich dachte gerade, hier wäre der 100-Füßler. Kurz gerade schon Schockstarre erhalten. Wie geht's dir? Gut, also. Okay. Okay, du kannst jetzt einmal die oberste Schicht an den Steinen da gerade, die wir gerade platziert haben, den Cobblestone wegmachen. Da sind jetzt Blöcke drunter. Nee, soweit nicht. Oh. Nur die. Zack. Okay, das heißt. Nee, hä? Nee, das hast du jetzt. Das war jetzt falsch. Nein, nach unten. Hast du mir gesagt? Nein, nach unten. Hier unten. Die. Also. So ist es jetzt richtig, Sarah, oder? Und dann mache ich hier die so hin. Korrekt. Dann laufen die, denken so Block und dann. Ah, fallen die rein und sind tot. Ah, verstehe. Also so habe ich es jetzt verstanden. So ist richtig. Okay, nice. Danke. Aber wir machen das natürlich nicht aus denen, weil das muss ja auch schön sein, auch wenn es niemand sieht. Genau, und jetzt kannst du hier oben in die drei, kannst du jeweils das Wasser reinmachen. Also in die obersten drei hier. Hm? Also in die beiden Ecken auch noch. Aber du kannst erst einen unendlichen Brunneneimer bauen, wenn du magst. Ich weiß nicht wie. Du kannst einfach drei Blöcke nebeneinander machen. Warte mal, hier ist ja nichts drunter, hier zum Beispiel. Und dann machst du in die beiden äußeren, machst du Wasser und dann kannst du aus dem mittleren immer Wasser rausnehmen. Dann musst du jetzt hier auf den anderen äußeren noch eins machen. Und jetzt kannst du aus der Mitte immer Wasser nehmen. Wow. Nice! Also. Okay, und jetzt kommen dann hier, und das müssen wir jetzt halt auf allen Seiten einmal machen. Ich verstehe. Okay, pass auf. Ich erkläre jetzt einmal, wie dieses Prinzip funktioniert. Ich glaube, du hast es verstanden jetzt, Nina, oder? Ja. Also hier ist gleich dunkel, wo wir jetzt gerade laufen. Das heißt, ich bin jetzt ein Zombie. Ich spawn jetzt hier und denke so, lauf hier so lang. So, ne? Die laufen ja immer so random hier lang. So. Und normalerweise würden die halt, die sind ja nicht mehr so dumm wie früher. Normalerweise, früher sind die einfach hier reingelaufen. Das machen die aber jetzt nicht mehr. Die laufen nicht einfach in Wasser. Und durch diesen Tipp mit der Falltür denken die, ah, hier ist ja ein Block. Das heißt, laufen hier hin. Aber hier ist gar kein Block. Und dann machen die so, und dann laufen die rein und springen die hier so rum. Und manchmal haben die ja keinen Bock und stehen einfach. Und dann zack, zack, machen die so, la, 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 la. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier runterspringen. Das müssen wir gucken. Wenn die nicht runterspringen, dann muss das Wasser hier runterfließen. Und dann passiert irgendwann das. Und dann fallen die unten in irgendwas rein und sterben. Ne, und wenn die halt hier nicht runterspringen, weil die nicht dumm sind, dann müssen wir halt hier irgendwie einen Wasserfall oder irgendwie mal googeln, wie das mittlerweile in Minecraft geht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Doch, die fallen runter. Okay, super. Alle verstanden? Und das müssen wir jetzt halt leider auf allen Seiten einmal machen. Aber das können wir sonst auch offscreen machen oder so. Und hier vorne, Nina, da können wir uns jetzt überlegen, wie wir die Wand hier bauen wollen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir können hier ruhig eine ganze Dings noch machen. Warte mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das heißt, hier kann unsere Wand hin. Aus welchem Material wollen wir die bauen?
Also wir müssen jetzt hier eine Wand hinbauen, damit es da drin dunkel ist, logischerweise. Ne? Also hier. Hast du einen Wunsch für ein Material? Also wir können das halt einfach aus Stein bauen, wir können aber auch irgendwas anderes benutzen. Wir können das auch aus Ziegelstein bauen. Ja, das wird teuer, aber können wir machen. Weil das sind schon viele Blöcke und da müssen wir schon sehr viel haben. Aber können wir machen. Muss die ganze Wand ja. hier sein? Ja. Wir können natürlich auch sagen, also was wir halt machen können, wenn du sagst, du willst gern Ziegel benutzen. Ich meine hier, beziehungsweise das sehen wir später wahrscheinlich eh nicht mehr so viel, weil zum Abholen ja. gehen wir hier nach unten. Ne? Lass uns das jetzt erstmal so machen, wir können das ja okay. immer noch ändern. Hayley, mach's gut. Schön, dass du da warst. Tschüssi. Ja, wir haben es ein bisschen groß vielleicht gebaut, ne? Nee, nee, ist schon super so. Egal, kleiner machen können wir es immer noch. Ich freue mich ganz schön doll auf die Nudel. Ich mich auch. Also alle, die schlafen gehen, gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Blackhead schlaf auch gut. Gute Nacht. Hallo. Hallo. Nina, dann hast du so viel Zombiefleisch. So, das heißt, hier muss das einmal gemacht werden. Nee, warte mal, das ist doch schon wieder falsch hier. Das ist so entspannt. Ups. Au. So, ne? Hä? Hä? Ich bin gerade maximal verwirrt hier. Ja, wir lassen das einfach so. So wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Irgendwas falsch gemacht hier im System. Ich bin maximal verwirrt gerade. Bin ich jetzt zu blöd, hier so ein Ding zu machen oder was? Ach so, da muss noch ein Block hin, deswegen. Hä? Nee, so. Ich bin gerade richtig dumm, Nina. Das ist okay. Ich glaube so. Habt ihr in dem Spiel Dorfbewohner? Es gibt nämlich einen Trick bei Zombies, dass die bei Dorfbewohner infizieren wollen. Dann laufen die, glaube ich, da extra dahin. Ja, aber das kann ich Nina, glaube ich, nicht durchbringen, dass wir hier einen Dorfbewohner in die Mitte stellen. Nee. Der dann in so einem Käfig Antrag da ist. Antrag abgelehnt. Obwohl, wir könnten dem ja ein schönes Haus in die Mitte bauen. Lukas. Nicht? Okay, also du hörst schon, das wird nichts. Vielleicht so ein Zauberer oder so. Der dann hier so in seiner Höhle ist. Aber das können wir ja alles später gucken. Also wir haben ja jetzt erstmal ja. das. Jetzt machen wir das mit dem Wasser kurz. Boah, ich habe noch genau 2 Bruchsteine. Toll. Bruchsteine, süß. Das hat ja perfekt geklappt. 6, 7. Acht. So. Okay, jetzt müssen wir das genauso bauen wie auf der anderen Seite. Also wir müssen jetzt hier einmal das so nach unten bauen und dann hier das so. Wo war denn nochmal das Wasser? Da in dieser kleinen Höhlen, in diesem kleinen Höhleneingang. Du kannst das Wasser, ja, oder doch. Du kannst es jetzt eigentlich auch schon fast platzieren. Mhm. So.
Und jetzt muss das Ganze nochmal hier gemacht werden. Zack. Ne, den Wasserlauf machen wir von allen Seiten. Einmal. Das haben wir ganz schön cool gemacht. Ja. Das stimmt. Vor allem haben wir das voll schnell gemacht. Ja, wegen des Bohrers. Ja, aber auch trotzdem. War schon schnell. Da kommt der Zug. Warte mal, sollte das da dazu sein? Wo hier noch was ist? Nee, das musst du noch aufbohren. Aufmachen. Da war noch Stein halt. Also halt genauso wie das bei dem anderen jetzt auch war. Muss das gemacht werden. Boah, bei mir hat das mit den Steinen gerade auch genau auf den Block gepasst. Ja, nice. Okay, hier kann man durch. Super. Jetzt müssen wir noch ganz viele Falltüren machen. Ich hole mal gerade Holz. Ich habe nämlich ja noch ganz viel Holz im Keller. Moment. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Oh, es ist nackt. Ich mache jetzt einfach mal gerade so. Sonst sind hier gleich wieder Creeper, die uns alles in die Luft sprengen. So. Wie viele Falltüren brauchen wir? Ach, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen 8, 16. 16. Mal 3. Mal 2. Nee, 16 mal. 16 mal 2. Mal 3. Mal 3. Also eigentlich sogar fast mal 4, weil wir über dem einen ja noch fast gar nichts haben. Ich bringe einfach erstmal ganz viel Holz mit. Ja, das sollte reichen. Okay, Wasser ist platziert. Sarah, immer wenn wir ein Monster da rausbekommen, werden wir an dich denken. Nee, tatsächlich, also ich hätte das auch so gebaut. Was ich halt nicht gemacht hätte, wäre das mit den Falltüren, weil ich das einfach nicht wusste. Aber wir hätten das ja dann gemerkt. Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Irgendwie vergesse ich immer, wo es da reingeht, da hinten. Ne? So, zack. Ich komme. Mit Holz. Juhu. Läuft man schneller, wenn man springt? Ich glaube ja minimal. Also zumindest denke ich das. Deswegen mache ich das immer. Ja, ich auch. Ich springe auch immer. Okay, hier. Du kriegst auch mal 2. Dann können wir erstmal Falltüren schön herstellen. Du hast doch ein Backpack mit Dings, oder? Nee, aber ich habe eine Werkbank. Ja, auch gut. Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich schon genug gemacht. Okay, also mach nicht zu viele. Ich habe schon einige. Ich habe 40. Ja, ich habe mehr. So. Ach so, die müssen von oben nach unten, nicht von unten nach oben, ne? Ich glaube, die habe ich falsch platziert. Komm nicht raus. Aber die an der Ecke können wir ja immer nicht platzieren. Ja, das ist egal. Doch, klar, da ist, das gilt ja als Block. Also da muss ja keiner sein. Ja, aber optisch. Ja, optisch ist doof, das stimmt. Hier ist jetzt kein Wasserblock mehr, aber können wir gleich einsetzen. Ne? Anikus, Hallöchen, wie geht's dir? Hallo. Ja, wir haben einige Züge, das stimmt. Oh,
Boah, diese Standard-Falltüren sind echt hässlich. Mhm. Aber von dem Holz haben wir halt super viel. Okay, der hier ist falsch rum. Ich glaube, der muss von oben nach unten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Aber... Ah! Ärgerlich! Ich muss raus! Mina muss doch raus! Nee, das stimmt. Backseaten ist ja auch doof, aber in dem Fall waren das ja schon hilfreiche Tipps. Wir haben ja vor allem sogar auch gefragt. Also, was ist denn hier? Oh! Ich glaube, wir haben meine Schaltung kaputt gemacht. Nein! Yes, wir haben die voll durchgebohrt. Nein! Aber ist nicht schlimm. Die kann ich nochmal neu bauen. Ich brauche noch Falltüren. Hast du noch welche? Ja. Also ich kann auch noch welche machen. Nee, ich habe noch 43. Hier. So. Wow. Ist das überall zu? Ja, ne? Okay, pass auf. Lass uns mal hier in die Mitte einmal Dirt machen, dass die Monster nicht runterfallen, weil dann... Also einmal hier, zack. Dann können wir da unten nämlich arbeiten. Und dann können wir jetzt die Fackeln rausnehmen. Und dann sollten hier, wenn alles gut läuft, Monster spawnen. Also wir können das ja später noch gerade machen hier oder so. Das war, diese Schaltung war, ich habe da oben ja einen Bahnübergang gebaut. Aber ich weiß wieder, also warum, also was, also ich kann den wieder neu bauen, das ist kein Problem. Der war auch ja nicht aktiv. So, dann müssen wir hier einmal raus. Aber warum leuchtet es denn hier noch? Wo? Ach, der Shader kommt, glaube ich, nicht noch. Ja, das ist ein Bug, denke ich mal. Das ist schon komisch. Kommt da von oben Licht? Das ist, also es ist auf jeden Fall ein Bug. Aber warum der da ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist auf jeden Fall ein Bug. Geh mal raus. Ich guck mal gerade. Also hier leuchtet es bei mir auch, es ist aber auf jeden Fall ein Bug. Also. Okay, dann müssen wir jetzt kurz warten und dann sollten da gleich Monster drin sein. Nice! Haben wir gut gemacht. Yay! Darauf erstmal winken. Wie geht das nochmal? Ich vergesse es jedes Mal wieder. T, also wo du schreibst. Ach so, ja, schreiben, ja, das. Und dann an der Seite. Habe ich gewunken? Mhm. Ich sehe halt gar nichts. Ja, man selber sieht das nicht, dass man das macht. Ah ja, mit F3 kann man die Helligkeit anschauen, stimmt. Weiß aber nicht, wie das geht. Ist auch egal, das spawnt hier schon. Das wird schon klappen. Das ist einfach nur ein Bug hier. Warum spawnen die jetzt nicht? Kommt doch, ihr kleinen Scheißerli. Warte, vielleicht hast du mich gerade eingebaut. Ich hab denen da eine Gurke hingelegt. Ja, ich glaube, dann kommen die. Vielleicht holen die eine Gurke. Ups. Hey! Warte. Ach so, nee, wenn keiner mehr von uns hier ist, können wir ja nicht mehr gucken. Du kannst jetzt da rumfliegen, du bist jetzt ein Geist. Ja. Kommt aber keiner. Ich kann das auch einstellen, dass hier der Server immer lädt. Naja. Zwei Skelette. Nice. Komm, ich komm auch mal rein. Dann spawnt zwar, glaube ich, nichts mehr nach. Als Spectator ist er nämlich links, aber ich sehe deinen Kopf. Du musst mal. Ich sehe deinen Kopf auch. Du hast irgendwie noch eine Fackel in der Hand, glaube ich. Guck, und die spawnen jetzt hier. Das Problem ist halt, und das ist, deswegen ist das halt so groß, die bewegen sich halt sehr wenig. Und das dauert halt ewig, bis die hier ins Wasser kommen.
Ja, deswegen hat Sarah das wahrscheinlich mit dem. Genau, und Bewohner dass wir es halt kleiner machen. Also, dass wir sozusagen nur, dass wir hier eine Wand lang ziehen. Aber das können wir ja alles noch. Können wir ja immer noch genau, machen. Genau, das ist ja kein Problem. Cool. Und so funktioniert das und die laufen an die Mitte und von unten können sie dann einfach rausgesnackt werden. Naja. Toll. Ja, und wie gesagt, wir können ja. Oder wir können das ja so machen, dass wir hier irgendwie schon so einen Villager als Gefangenen irgendwie so rein. Keine Ahnung. Ist halt ein bisschen kannibalistisch, aber. Nee, wir können da ja auch irgendwie. Komm mal hier wieder hin, dann kann ich dich einmal. Du musst nur halt aus der Wand raus sein, sonst stirbst du. Kann ich? Mhm. Hallo. Hallo. Ja, aber Profi. Willst du eine Gurke? Ja, gerne.